Moin und herzlich willkommen wieder bei Strategy Command, Erster Weltkrieg, Mehrspieler gegen General Honigblume. Und ja, der letzte Zug war wieder ein kleines Momentchen her, aber ich bin mir noch ziemlich sicher, dass wir sehr gut an der Westfront standen. Rumänien war ein Problem. Hat er da noch? Die Abteilung, aber der andere. Okay, der kommt noch an Saku, aber nicht an Bukarest dran. Die ziehen sich hier erstmal zurück. Artillerie feuert wahrscheinlich auf Ivanogrod schon. Ja. Autsch. Aber die Gruppe hält tapfer stand. Österreichische Verstärkung nach Kronstadt derweil. Mit dem Eindruck, wir müssen uns schon aus Bukarest zurückziehen. Aber im Westen können wir volle Kraft weiter nach vorne. Denn ihr versucht irgendwie mit Abteilungen den Laden noch zusammenzuhalten. Gut, und so ein Reiter weit draußen kriegt er dann auch noch. Aber da tun sich doch... Na gut, also... Ich wollte gerade sagen, dass sich ganz schöne Lücken auftun. Aber je länger man gesprochen hat, desto mehr wurde auch wieder geschlossen. Also wir können auf jeden Fall weiter. Frage ist dann, wie weit? Da war jetzt ja auch so einiges dabei, was anscheinend komplett neu eingesetzt wurde oder mit der Bahn direkt an die Front kam. Ist meist auch nicht ganz gesund für die Moral. Er hat wahrscheinlich 10 oder 20% Chance, das Schiff zu kriegen und will es jetzt unbedingt haben, aber er leidet jetzt sehr viel Schaden. Das hat jetzt besser funktioniert als gedacht. Also da oben bei dem Hafen, dass das ein Schiff da sogar gesunken ist. Nächster wird er seine U-Boote hinten. Sehr schön gemacht, liebes Flugzeugmutterschiff. Und der da draußen? Sollte der dann nur schauen, ob er da einen Weg durchfindet oder ist das ein Großangriff? Also wollte er irgendwie versuchen, ob er ein Schiff da durchschleusen kann, dass dann plötzlich mal die Zerstörer überrascht oder sollte da wirklich groß was erscheinen? Ein Franzose, zwei Russen. Der ist mal solide. So, der ist mächtig angeschlagen und komm, du darfst noch austeilen. Deutschen haben doch eh keine Punkte. Beziehungsweise müssen so viel in ihre Westfront stecken, dass es sich lohnt, überall Schaden auszuteilen. Der leichte Kreuzer ist eigentlich nicht interessant, aber er hat gerade heldenhaft mit aus dem Hafen rausgekämpft. Und wurde dabei nicht versenkt. Dafür kriegt er immer wieder seine Verstärkung. So. Dann hast du da sogar noch einer. Diese Zerstörer. Das Schiff kann, glaube ich, da bleiben. Am Ende ist hier irgendein Großkampfschiff, in das man sonst reinfährt. Und dann sind wir also an der Ostfront. Die letzte Runde war jetzt gerade wieder ein Moment her, deswegen kurz mal gucken. Russland hat die Artilleriewaffen 2 fertig. Auch Briten auch. Und Infanterie lief bei allen noch. Gut. Ja. Hier sind wir nicht in Schussreichweite, wenn wir den mit dem Flugzeug vortauschen. Sollte das klappen und ansonsten Infanterie vorrücken. Der Unterversorgt kann sich gerade gar nicht mehr verschanzen. Nicht viele Lebenspunkte, aber du verschanzt dich auch mal hier.
So, der andere, der hat auch nur zwei Geschosse, der wird wahrscheinlich auch nicht schießen. Aber wir können ja auch einfach diesen Bomber nehmen, der hat nicht so viel zu tun. Der, wenn man da rein nach Allenstein. Was? Oder hier nach Süden, nach Warschau rüber. Und ich meine, wenn wir Allenstein erreichen und dahinter kommen und hier dicht kriegen, bevor er die rauskriegt, könnte man da einen schönen Kessel schließen. Weil hier tun sich auch schon Lücken auf. Jetzt mal gerade, wie es hier unten aussieht. Artillerie in der Festung. Ich habe doch fast Lust, die Abteilung anzugreifen in Warschau. Auch wenn wir nur zwei Geschosse haben. Aber einfach hier überall die Schwäche der deutschen Einheiten nutzen zu können und vielleicht einfach tiefer ins Land zu rennen. Und der mit den Upgrades hat ja zumindest schon 2 zu 2. Ich schau einfach mal, wie weit wir kommen, wenn wir das noch runterschießen. 2 zu 3, jetzt hat auch der andere 2 zu 2. Schöner Treffer. Mittelprächtiger Treffer. Wir haben natürlich jetzt hier auch noch nicht endlos Reserve. Du könntest da rein, du... Ich meine, wir könnten hier einfach aggressiv reinlaufen und schauen, was er halt dagegen machen will. Eine neue russische Einheit hatten wir, zwei sogar, stimmt, und die können zumindest hier und da an die Nähe rein. Würdest sogar dahin laufen und dem HQ-Stress machen. Ja gut, also heißt denn jetzt, wenn man sich hier die eine oder andere Lücke jetzt selber reinreißt, ich denke, wir können das mit den Russen viel besser verkraften als er mit den Deutschen. Natürlich den schlechten nach Warschau schicken im Zweifel. Ja, auch so ein schönes Baustein. Weißt du was? Du machst dein 2 zu 4 auf das Chor, weil sich das lohnt. Und dann läufst du in die Stadt rein. Lass mir das Haku erstmal ein Haku sein. Und haben Warschau zurück. Da müssten wir nur noch herausfinden, was wir an dieser Stelle anstellen. Weil wenn wir euch durchtauschen, kannst du das Chor da vielleicht, der hat ja auch der 1, uns, dass die österreichischen Werte so am Boden sind. Vielleicht eine Hauptquartier hier abgezogen. Ich meine, bei denen da drüben geht's ja. Oder die haben einfach zu viel gekämpft in letzter Zeit. Hört ihr wirklich auf, dass das wahr ist. Oder du gehst da rein und haust den weg. Ja, weil die Stufe des Ortes zu niedrig ist, können wir niemanden platzieren. Und naja, du gehst da rein. Haben wir hier eine kleine Lücke. Aber ich denke, das passt schon. Den in die Warnegord heilen wir und die Artillerie hat geschossen. Ist ein Argument. Und wenn wir jetzt hier dann kommen und wenn wir den noch schlagen könnten, dann kämen wir da super durch. Gehst du mal auf das Feld. Und wir upgraden dich. Wie sieht das hier eigentlich mit der HQ-Platzierung aus? So in Bezug auf Versorgung. Also ihr da oben, das ist hier eigentlich locker noch ein Feld dran. Ja, und hier vorne müsste man eigentlich auch noch mal was tun. Und das zum Beispiel hier rein. Mein, für den wird es besser. Ansonsten hier 10, 9, 8, 6, 8, 7. Er ist nicht drin. Bräuchte noch ein Hauptquartier, das dann noch tiefer laufen könnte. Du bist hier und das passt. Und diese ganze Gruppe kann jetzt inzwischen auch ein wenig nachsetzen. Und auch mal die Orte zurückholen. Infanteriewaffen wären irgendwann auch nicht schlecht, aber lasst uns erstmal aufrücken und du könntest zum Beispiel lose noch da rein. Ist zwar nicht verschanzt, aber die Mittelmächte haben jetzt auch nicht mehr so viele Angreifer. So, da haben wir einen Ort und hier haben wir eine Artillerie mit vollen Geschossen.
würde sagen, wir upgraden dich dann demnächst. Und jetzt geh erstmal zu, dass du da reinkommst. Dann haben wir bald auch alle russischen Orte, die verloren gegangen sind, zurückerobert. Gut, Lodz hier hinten fehlt noch, aber wir haben jetzt mal. Und gut, nur, aber wir haben Warschau schon zurück. Hier und da ist noch einer. Na gut, der wird jetzt auch fallen. Sogar versuchen, den einzukreisen. Aber wir wissen nicht, ob hier hinter noch jemand steht. Die es gerade anbietet. Ja, dann baut das. Obwohl, der kann hier laufen. Die aus dem Ort rauskommen. Zugegeben, man bemerkt immer irgendwas, was man übersehen hat. Und immer von euch kann da niemand. Naja, du könntest noch da rein. Wirst du zumindest verhindern, dass der in den nächsten Ort durchläuft. Das heißt, hätte er sowieso nicht geschafft, weil wir ja da Kontrollzone haben. Also, ich denke, das geht so. Da wird einer drin sein, in Czernowitz, oder? Interessiert mich mal. Ja. So, ihr könntet, denke ich, hier auch mal dann anfangen, den Ort zu belagern. Und die Rumänen müssen sich zurückziehen. Ja, ganz einfach, lauft so weit, dass er gut kann. Und davor müsst ihr eine Linie etablieren. Frage ist, ob man den aus Bukarest. Nur ein Lebenspunkt und jede Einheit, die hier läuft, könnte auch noch gestellt werden. Könnte dich auch hochziehen und hoffen, dass du es so lange hältst wie möglich. Dann ist da natürlich noch ein Ort und die Frage, wer da rein könnte. Könnte natürlich. Ach nee, können wir nicht, weil die Eisenbahnverbindung nach Rumänien immer noch fehlt. Gut, ich habe jetzt wenig Lust, sonst räumen halt den Hafen, dann kriegen die den. Aber sicher, dass das hier ein paar Truppen zumindest noch sich bis zur alternativen Hauptstadt durchschlagen können. Du gehst da rein. Flugzeug, Mutterschiff, ich weiß nicht recht wofür, aber wir haben es halt. Da steht es auch ganz gut, also wo können die russischen Einheiten noch hin? Danke, wenn ihr hier wirklich zu euren Durchbrüchen kommt, dann wird das richtig schön. Und kriegt ihr die mal. So, sieht ja schon okay aus. Da ist ruhig. Ja, 5 Geschosse. Und da steht uns hier zum Teil auch noch eine Bodendeckung gegenüber. Erledigt habe, jetzt haben wir natürlich auch nicht mehr die Angriffe für den anderen. Der müsste sich eigentlich absetzen, kann aber nicht so recht. Einfach mal hier sonst da rein gehen. Ist zumindest da rein und du in den Ort da unten. Und ist ein bisschen abgeschirmt. Der aus Kairo, ich meine, der kann ja eigentlich auch nach vorne. Du gehst mal da an, weil du da komplett geheilt werden kannst. U-Boote, da irgendwie interessieren sie mich jetzt auch nicht mehr so groß. Ja, die Österreicher, und wir haben eh nicht so recht, die Einheiten zur Jagd.
könnten sogar da reingehen und den Ort holen. Gegenoffensive hier. So, Italien macht ja nicht mit. Euch geht es auch noch allen gut. Dann schauen wir mal. Das U-Boot ist angeblich immer noch da draußen. Komm, sonst fahrt man wegen durch, aber der ist bestimmt hier irgendwo jetzt mal abgedreht. Wundert mich ein bisschen, wie lange das mitgemacht hat. Dann haben wir hier plötzlich so ein Schiff. Und... Oder du fliegst raus und der andere... Bisschen mehr... Da rein. Es sieht jetzt aber relativ ruhig aus. Vielleicht hat er einfach nur per Gewaltfahrt wirklich versucht, ein Schiff durchzubringen. Was wir natürlich nicht durchkommen lassen. Naja, du hier drüben hast ein U-Boot entdeckt. Ach stimmt, die fliegen ja nur einmal. Ach ja, U-Boot ja kann sehr anstrengend sein. Nehmen wir an, dass hier ansonsten die Linie wahrscheinlich leer ist und bei euch glaube ich das jetzt gerade auch. Tja, wenn es hier gerade entspannt ist. Was mit den Briten? Ach, wir hatten inzwischen auch schon U-Boot Jagd 2, dann können eure Schiffe hier auch mal in die Häfen. Und was hier so an Schiffen ist, sollte ja geheilt werden. Und demnächst geupgradet, dass sie besser jagen können. Gut, dann haben wir für den jetzt nicht viel, außer vielleicht ein Marinebomber. Wobei, der kann auf den gehen. Aber so viel kann der dann auch nicht ausrichten. Aber nur so für den Fall, dass er hier vielleicht nochmal versucht, mit einem einfach so durchzukommen, stellst du dich da auch mal mit in den Weg. Siehst du, da, das passt schon. Ihr macht hier weiter und unsere U-Boote vielleicht mal wieder nach hinten tauchen hier. Ich glaube jetzt aber nicht, dass die groß was finden werden. Vielleicht Skagerrak in der Nähe. Verstecken sich auch immer ganz gerne deutsche Einheiten, aber da ist niemand drin. Dann auf zur Westfront. Also er ist an vielen Stellen zurückgefallen. Und hat doch tatsächlich noch so halbwegs nochmal eine durchgezogene Linie hinbekommen. Und eine unserer armen Einheiten eingekesselt. Ja. Kann irgendwer schießen? Diese Artillerie kann nach Koblenz schießen. Sonst scheint mir das alles außer Reichweite zu sein. Ist auch nur 3 Geschosse, aber ich meine, wenn wir sonst niemanden haben... Immer wen man nimmt. Aber du hast halt noch auf den eigentlich einen schönen Angriff. Er ist halt auch noch neu hier vorne, deswegen können wir den so gut treffen. Du hast ihn nicht um. Das noch da rein. Und der zieht sich leider nicht zurück, wie ich gehofft hatte. Das heißt, dann war erstmal hier mit den Angriffen. So, ihr. Den Fünfer können wir schlecht an die Front werfen und die sind auch schon durch. Dann geht ihr erstmal hier ran nach Köln und Düsseldorf. Okay, der ist neu, aber der in Köln ist halt sehr tief verschanzt. Du kannst auch nochmal deine Upgrades kriegen. Vielleicht hätten wir ihn schon wenigstens durchtauschen können, aber das... Wird schon. Du kannst mal eben da oben, dass die Artillerie gedeckt ist.
Du. Ah, dann kannst du da rein. Dann können wir dich hier auch mal heilen. So, ja, du kriegst Überstärke. Das finde ich gut. Und das nach Lüttich rein. Also langsam brauchen wir dann auch hier einen Haku. Je weiter wir weg von den starken französischen Städten, hier von Verdun und so die Front schieben. Ja, deswegen kann die Flagge. Obwohl, vielleicht brauchen wir diese Felder gleich noch zum Verschieben. Schwungabteilung. Nebenbei ein Bergwerk erobern. Ach, da hat eine Kanone hinter, okay. Er zieht sich immerhin mal zurück. Aber aufgrund unschöner Kontrollzonen kommen wir nicht weiter. Der verschanzt und keiner kommt dran. Ach, warte, du kommst noch rein. Umso besser. Das, hier hinten bräuchtet wohl alle erstmal noch Upgrades und Heilung wäre dann auch nicht schlecht. Mal eben Platz für die Artillerie. Du kommst mit dran und verschanzt dich hier erstmal. Nimmst die Kanone mit und das Haku. Und die anderen gesunden Einheiten. Und haut hier mal den raus, der kämpfen kann und meinetwegen auch das Eisenbahngeschütz. Dann nervt das zumindest nicht rum. Ach, kannst den mal umgehen und einfach weiter Stress machen. Gehst jetzt schon in Nürnberg und du übernimmst mal hier. Du gehst dran. Da rein, du. Ach, ist gar nicht unser Feld, deswegen nutzt auch der Gewaltmarsch wenig, aber sonst geht damit hin, der müsste geheilt werden. Du kannst noch dahin, du kannst dahin, kommst darauf, du darauf. Ich glaube, das waren sie alle. Flugzeuge und alles, was dazugehört, noch ein bisschen ran. Und dann haben unsere Kanonen nächstes Mal auch ein deutlich besseres Schussfeld und ja, Koblenz und Mannheim nochmal zwei NM-Ziele. Stehen auch mit Kanonen vor Köln, auch ein NM-Ziel. Und unser Reiter ist wunderbar dabei, hier weiter in die Tiefe zu stoßen. Kannst dir noch schnell zwei Schaden beim Haku abholen. Gut, aber ein bisschen verschleißen tun die Einheiten ja schon. Aber du kriegst trotzdem erstmal die Infanteriewaffen, bevor du da reingehst. War ich sonst alles in Ordnung? Und dann haben wir noch einen Franzosen. Ja, kauft einfach Leute, würde ich sagen. Auch bei den Russen, man ja, obwohl noch die Kampfkraft voll, das können wir gebrauchen, Munition läuft voll. Vielleicht könnten wir die, sollten wir vielleicht auch mal für die Kampfkraft machen. Und ansonsten hier auch noch einfach Einheiten mit zurück. Gut, die USA. Okay, das haben sie gleich durch. Die würden, wenn dann auf Industrie gehen, sparen erstmal. Italien kann nichts machen. Hier alle nach vorne gegangen. Dann müssen wir uns mal anschauen, wie lange die Deutschen das noch durchhalten. Wir haben es Juli, das heißt, wir haben auf jeden Fall noch ein paar Züge ohne Schlamm. Und wenn wir hier durch sind, hier reinschießen. Und hier tun sich ja inzwischen auch klare Lücken auf. Noch 40 Einheiten. Heißt unsere Seite insgesamt mit deutlich mehr. So für die Theorie die MPP mittendrin. 450 und ein bisschen. 600 sind schon mal 1000 und so ein bisschen. 1600. Na ja, schick eh alles weg.
fast 700. 1000, 1050. 1300. Also ungefähr 400 MPP Vorsprung pro Runde im Moment. Und wenn wir weiter erobern, dürfen wir das ja immer noch weiter zu unseren Gunsten gehen. Gut, die russische Moral ist ein bisschen angeschlagen, auch Franzosen und Briten, aber man merkt jetzt auch der deutschen Moral an, dass die ordentlich nach unten geht. Jetzt noch zwei NM ziehen, ist es dann fraglich, wie lange die das noch mitmachen. Sagen dann, wir können den Zug auch erstmal wieder beenden. Koblenz und Mannheim. Ja, sie haben U-Boote draußen. Aber die, was die Deutschen machen mit ihren Schiffen. U-Booten unter 50%. Sonst ja nicht so sehr kümmern, wenn wir an der Westfront siegen. Infanterie kriegt 3, sehr schön. Lanzgranaten 3, Franzosen Power nochmal für die letzten Offensiven. Oder sagen wir mal voraussichtlich letzten Offensiven, denke ich. Wer weiß, ob die sich am Ende nicht doch noch hier irgendwo stabilisieren. Na gut, dann an dieser Stelle erstmal wieder vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Bis dann.